Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wenn ich die Zeit habe, dann drehe ich für euch. Es ist mein Aufgebrauch für Dezember. Wir haben jetzt der 4. oder 5. Januar. Mein November Aufgebrauch ist schon gedreht, aber ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, es hochzuladen. Ich weiß nicht, wann dieses Video hochgeht, aber bleibt bei mir. Umzug und Baustress wird langsam vorbei. Wir fangen dann schnell an. Alverde Körper Lotion Q10 Mango Butter Artischocke war gut, aber muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Der Duft war in Ordnung, aber von Pflegewirkung, ja, fürs Winter ist das nichts, also für Sommer lieber, ja, muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Viele Bodylotions sind leer gegangen, weil da waren nur noch Reste. Kneipp Naturkosmetik Körpermilch Granatapfel und Cassis. Ja, auch so ein leichtes Produkt, war nicht unbedingt so meins. Der Duft war auch nicht meins, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Naturkosmetik halt. Alverde Naturkosmetik Körperlotion Landpartie. Ja, ich bin nicht so der Lavendel-Fan, das war eine limitierte Edition. Ich mag bei Naturkosmetik diesen Hintergeruch, so Alkohol und alles, was da drin ist. Zweite Stelle Alkohol, deswegen, ja, es trocknet ein bisschen, es ist nicht so viel Pflege drinnen. Ich werde mir keine solche nochmal kaufen, aber ich werde auch brauchen alles, was ich noch habe. Heute leer gegangen, Roberto Cavalli Paradiso Perfume Body Lotion. Ja, von dieser Body Lotions erwarte ich nicht viel, weil die sind nicht unbedingt pflegend, aber die düften sehr schön. Und wenn man auch das Parfüm dazu hat, es ist echt toll. Und auch wenn man den ganzen Körper nach dieser Body Lotion riecht, das ist super. Duo Garnier Fructis Schadenlöscher, Shampoo und Spülung. Ja, die sind in Ordnung also für den Alltag, ja, aber so mega Pflege und dass meine Haare, wow, nicht mehr brüchig waren oder so, kann ich nicht sagen. Aber es ist ein Produkt, der für den Alltag okay ist, also ja, ein mittelmäßiges Produkt. Würde ich mir auch nachkaufen, aber nicht, weil er so gut ist, nur weil er accessibel ist. Dove Pure Verwöhnung, Creme, Öl, Pflege, Dusche, ja, die Dove Duschgels, Duschcremes, ich weiß nicht, unter die Dusche riechen die total anders, das war auch hier der Fall und ja, sonst war das echt pflegen, schön, dicke Konsistenz, würde ich mir nachkaufen, wenn die nicht mehr so anders riechen, wenn man duscht. Eine Probe, sanft und sicher, Kaschmir Deluxe 5, feuchte Toilettentücher, war in Ordnung, würde ich mir in groß nachkaufen. Das habe ich geschenkt bekommen, Palmolive Naturals, verführerische Pflege, Cremebad, ja, super toll, macht tolle Schaum, es war lila, wenn ich mich nicht irre, ja, so leicht lila, cremig, sehr schön, würde ich nachkaufen. Der Duft ist auch super, auch wenn der blumig ist, aber es ist so, ja, ein toller Duft, tolles Produkt. Palmolive macht immer solche tolle Sachen. Ceva für den Popes, würde ich nachkaufen. Tolles Produkt, aber leider manchmal zu teuer, aber mit ein paar Coupons spart man, ist in Ordnung. Wir haben die Feuchttücher rausprobiert von Beauty Baby, also die eigene Marke von Müller, weil die günstig waren. Ja, die sind halt in Ordnung, finde ich besser als die von Rossmann, aber trotzdem, die Pampers sind die besten. Ich tue auch gleich sortieren, was wir so für mich und was wir... Ja, Gain Island Fresh from Ice Flower Duftmeld. Ja, also es ist so ein frischer Duft, das ist unglaublich, ich liebe diesen Duft. Wer einen Weichspülerduft für seine Duftlampe sucht, das ist der perfekte Duft. Boah, Sylvie, danke schön. Aber du schaust meine Video nicht. Sowieso toller Duft. Ich habe mir noch 400 Gramm Tarzmelz davon gekauft. Das ist unglaublich. Also wir lieben diesen Duft. Frisch. Rival de Look Clean and Care ölhaltige Augen-Make-up-Entferner. Natürlich, darf nie fehlen. Es ist mein Lieblings-Augen-Make-up-Entferner. 100 ml, 99 Cent. Liebe ich.
Dann habe ich die Balea Schaumseife Garten Eden aufgebraucht. Also ich weiß nicht, ob das ein Montagsprodukt war, aber das war immer so ein Schaum, überhaupt nicht fluffig. Es war so, so hat es immer gepumpt und werde ich mir nicht nachkaufen. Kann sein, dass ich ein Montagsprodukt erwischt habe, aber nee, brauche ich nicht mehr. Toller Duft, ja, aber sonst nichts Besonderes. Ich habe mir die Haare gefärbt in Kombi 87 und 86. Ich habe ja eine entsorgt. Ich habe noch die Hälfte von dieser und die Hälfte von der anderen. Ich mische immer diese zwei Farben. Das ist violett und der andere ist so rot. Und das ist das Ergebnis. Aufgebraucht. Ich will die aufbrauchen und nicht mehr nachkaufen. Aber ja, ich habe die hier gehabt, habe mir gedacht, weil ich mag eigentlich diese Farbe und ja, habt ihr auch gekauft. Vitamin Wellness and Care Hugo Spritz würde ich mir nicht nachkaufen. Ich möchte nicht nach Alkohol riechen. Es riecht nicht nach Alkohol, aber es riecht nach so einem Getränk. Nee, muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Ich weiß nicht, warum ich das gekauft habe. Ja, hab's aufgebraucht und das war's. Eine Handcreme Fruttini Peach and Pear. Ja, es hat sehr schön nach Birne gerochen, Pflegewirkung fast null, also im Winter hat mir nicht geholfen, würde ich mir nicht nachkaufen, ich habe die nicht aufgeschnitten, weil die so flüssig war, dass ich habe alles rausgedrückt. Ja, also wer Pflege sucht, braucht das nicht, wer Duft sucht, kann sich Fruttini Sachen kaufen. So, Duschdas Magnolia. Blumig frisch. Ich schüttel, weil ich weiß, einer ist nicht komplett leer. Toller Duft, tolle Pflegewirkung, würde ich mir nachkaufen. Es ging aber relativ schnell leer. Ich weiß es nicht. Ich habe die auch in groß. Mal schauen. Aber trotzdem, sehr schöner Duft. Blumig, wer blumig mag. Blumig, pudrig. Mundspülung leer gegangen von Don't Dance Sensitive. Ich liebe sie. Ich kaufe sie immer noch nach, aber das ist eine andere Formulierung, die andere, die alte war besser, trotzdem ist die auch in Ordnung, also wer nicht so diesen Alkoholgeschmack mag, dass es brennt und so, das ist die Top-Empfehlung von mir. So, Satin Care Olas Vanilla Kashmir ist von Sortiments rausgegangen, es kann sein, dass er wieder reinkommt mit einer anderen Verpackung. Es ist leer, ich habe noch 5 oder 6 Backup, finde ich super, super, super toll, besser als die von Balea, also mit wenig schafft man viel, also das verteilt sich super, es kommt als Gel raus und es verteilt sich super und der Duft ist auch in Ordnung, süßlich, vanillig. Was wollte ich noch dazu sagen? Ja, also so eine Pulle reicht mir 3-4 Monate, also es ist unglaublich. Hier sind 200 ml. Es lohnt sich. Eine Haarmaske L'Oreal Hair Expertise, imposante Kräftigung, Vitalität, das ist diese hier. Ich habe auch passende Shampoos dafür. Ja, war in Ordnung, aber nicht wow. Also der Verpackung entspricht viel, 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 viel mehr, als was das tut. Würde ich mir nicht unbedingt nachkaufen. Wenn die 3-4 Euro kostet, ja, aber wenn die mehr kostet, dann nicht. Immer wieder in Gebrauch, feuchte Allzwecktücher, ich liebe diesen Duft. Der junge Mann hat Bübchen Kids Shampoo Shower. Ja, wir müssen die leer machen. Jo. Super, also schäumen schön, Duft ist in Ordnung. Ich kann nichts Negatives dazu sagen. Mein Duschpuffel von The Body Shop. Sage ich nicht mehr dazu. Meine geliebten Maxi-Wattepads von Rewe, also Today findet ihr bei Rewe und Penny und bei uns im The Penny gibt es keine, aber Today ist die Marke von Rewe und Penny. 40 Stück, 60 Cent, immer wieder. Ein Parfum Essence Like a Good Girl, das ist der hier, toller Duft, er hält auch, also ich bin sehr damit zufrieden. Nicht wenn die 3-4 Euro kosten, weil ihr könnt ihr vorstellen, 4 Euro für 10 ml, das bedeutet 100 ml 40 Euro. Da findet man von Beyoncé oder Christina Aguilera bessere. Aber wenn die 1 Euro kosten, dann ja, die haben 1 Euro gekostet. Ja, toller Duft.
Duschgel, Jardin du Monde, Fleur de Coton, riecht sehr super von Yves Rocher, Pflegewirkung auch in Ordnung, schäumt sehr schlecht und diese Aufmachung stört mich. Ach Dusch, stört mich sehr, also man bricht sich die Nägel, ich habe keine mehr, aber nicht deswegen. Ich finde die leider zu teuer und ja, die von Isana, die tauchen auch was, also brauche ich nicht nochmal kaufen. Dresden Essence Atlantic, sehr super, sehr toll. Wer Meeresdüfte mag, ja, so, also frisch. Mein Wasser war blau, super toll, würde ich mir nachkaufen. Ich glaube, die ist vom Sortiment rausgegangen. Wasch- und Badegel von Bübchen, von meinem Sohn, auch super. Kann ich nichts meckern. Also die Babyprodukte finde ich grundsätzlich mega toll. Zwei Duftkerzen, also mehrere, aber erstmal diese hier. Das war irgendetwas mit Feige von Airwick oder von Glade. Ich glaube, das war Airwick. Diese leuchtende, es ist ärgerlich, weil bis hier kommt, ist dieses System, Farbwechselzeug und so, bis hier ist noch Wachs drinnen und dieses System. Also eigentlich, das zahlt man für die Kerze. Also nur so viel Wachs hat man drinnen. Ein paar Zentimeter, die geht relativ schnell leer. Brennt schön, aber lohnt sich nicht. Also ich kaufe mir lieber anstatt, was weiß ich, 70 Milliliter, 70 Gramm Wachs von dieser Kerze kaufe ich mir lieber eine Yankee Candle. Gibt es auch online manchmal auf Amazon. 20 Euro zahlt man dafür oder 30 im Standard. Sortiment, Standardpreis und da hat man einen Monat etwas davon. Das ist ärgerlich. Also nur so viel Wachs drinnen, das ist ärgerlich. Also eine Mini-Kerze würde ich nicht mehr als 2 Euro dafür zahlen. Eine ist auch leer gegangen, das war auch von Airwick, aber die normalen hat besser gebrannt, also bis unten. Aber was mich stört bei dieser Kerze ist, ich habe nichts davon gerochen. Es war Orange und Zimt, glaube ich. Ja, kann ich nichts sagen, weil ja, ich bleibe lieber bei meinen Yankees und die anderen. Mein Mann hat sein Parfüm leer gemacht, Dolce Gabbana The One. Also ja, ein super toller Duft. Ich glaube, es ist sein zweiter oder dritter. Ja, es riecht einfach nach Mann. So ein nicht süßer, schwerer Duft. Es ist frisch und holzig und lecker, einfach lecker. Also wenn ihr wollt, dass euer Mann lecker riecht, also sexy und lecker, dann das ist etwas für ihn. Acura Wattepads mag ich, kaufe ich immer wieder nach, aber ich bin zufrieden auch mit die von Rossmann, also die finde ich sogar besser. Was haben wir noch hier? Duschgel, endlich Duschsorbet Sunny Peach, das war mein Backup. Ich habe noch eine im November aufgebraucht. Ja, das war mir viel zu dick, flüssig. Muss man sehr, 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 sehr kräftig drücken. Es war, oh, der Duft war in Ordnung, aber Leute, diese Öffnung und, oder diese Konsistenz, es ist viel zu dick, flüssig für diese kleine Öffnung. Das haben wir noch hier aufgebraucht. Essence Eyeshadow in die Farbe Vanilla Milkshake. Es ist leer gegangen. Ja, es war so ein Highlighter-Ton, würde ich sagen. Also so dezent. Ich habe es für unter die Augenbraue benutzt. Sehr schön. Ich habe noch ein paar Backups davon. Gingerbread von Kringle Candle. Super toller Duft, aber mega, mega intensiv. Also wenn ihr kleine Räume habt, dann so, das ist überhaupt nicht was für euch. 1, 2, 3, 4 Proben. Es sind noch mehrere von Rival de Rup. Rival de Loup, natural beruhigende Tagescreme, war nichts Besonderes. Ich habe mich nicht mega gepflegt damit gefühlt. Würde ich mir nicht in groß nachkaufen. Bruno Banani Woman, sehr toller Duft, kann ich. Also ich finde, dieser Duft passt egal wann, egal wo, jede Jahreszeit. Bruno Banani Woman. So, ich muss alles sortieren, was meins ist, was nicht meins ist. Nivea Creme Pflegereinigungsmilch. Sieht so aus, ich habe es endlich leer gemacht. Ja, es war in Ordnung, aber ich bin mit Öl viel, viel zufriedener als mit dieser Creme Reinigungsmilch. Hat trotzdem gut funktioniert, aber nachher mit einem Micellenreinigungswasser, es waren noch Reste. Also es ist nicht die beste Lösung. Ich finde Öl immer noch besser mit einem feuchtes Lappen und es geht alles runter und würde ich mir nicht nachkaufen. Aber ich bin froh, dass ich das getestet habe. Camille Waschgel von meinem Sohn. Bübchenprodukte finde ich immer, immer wieder top.
Watschken. Mein Sohn hat gerupst. Oh, das ist noch viel, noch viel, noch viel, noch viel, noch viel. Eine Haarkur darf. Colorschutz, koloriertes Haar, sieht so aus, würde ich mir nachkaufen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die ein bisschen etwas gebracht hat. Also meine Haare haben sich weicher und gepflegter angefühlt. Also ja, Penatencreme, das habe ich aufgebraucht als Fußcreme, war in Ordnung. Ja, muss ich unbedingt nochmal haben? Nee, aber so fürs Winter passt, super. Baumwollsäckchen danach und es ist alles gut. So, noch ein paar Pröbchen von dieser Gesichtscreme. Ich habe gesagt, ich will meine Pröbchen aufbrauchen. Shiseido, diese Bio-Exfoliating. Das war interessant. Es war so wie ein Puffel. Und da, wie dieser Puderquaste, aber so puffig. Und da drinnen war ein bisschen Puder. Man musste das anfeuchten und dann aufs Gesicht reiben. Ja, war eine interessante Geschichte, aber die sind überteuert, meiner Meinung nach. Und das würde ich mir nicht nachkaufen. Wenn ich da eine Gratisprobe bekomme, ja, ich fand's toll, aber ich glaube, wir finden auch in der Drogerie gute Peelings-Geschichten, braucht man nicht so teure Sachen. Windelbeutel muss man immer kaufen. Noch ein Duschgel, was sich schlecht düftet unter die Dusche, also der riecht gut in die Flasche. Ja, der riecht irgendwie frisch, Mandarine, ein bisschen süßlich, aber unter die Dusche ist es ärgerlich, wie der riechen kann. Ich habe schon gesagt, von diesem Shampoo, imposante Kräftigung, war in Ordnung. Für 2 Euro würde ich es kaufen, aber ich weiß, das ist teurer, deswegen brauche ich das nicht mehr. War nicht unbedingt wow. Was haben wir noch hier? Okay. Von MAC Cleanse of Oil, eine ja, Make-up-Entferner-Öl war in Ordnung, aber ich finde den von, nicht von Balea, wie heißt der, den von Rival de Loop, ja. Was limitiert ist und immer wieder rauskommt und so, den finde ich genauso gut. Also muss man nichts von MAC sich kaufen. Das war nur eine Probe und ja, ich habe es getestet, aber ich finde es, wow, würde ich nie für, was weiß ich, 20 Euro oder 16 Euro sowas kaufen. Für 16 Euro kaufe ich mir 8 Tuben oder 10 von dieser Rival de Loop. Brauche ich nicht. Essence Keep It Perfect. Ja. Fixing Spray, ich finde es super. Was mich stört, ist dieser Spray. Also das kommt viel zu viel Produkt raus, also dickere Tropfen. Was ich machen werde, ist das nachkaufen, weil mit dem Produkt war ich sehr zufrieden. Und in diese P2 Flasche reinfüllen, weil von Produkt her ist das gut und es kostet nur die Hälfte von dem von P2. Ich habe Sprachstörung heute. Da kommt noch eine Kerze. Eine Probe Sensodyne Pro Schmelz. Ich fand es in Ordnung, aber nicht unbedingt wow. Ich glaube, ich habe die in groß oder ich habe eine von Sensodyne in groß. Irgendwann werde ich das länger testen. Aber ich habe normale Zähne, also nur sehr leicht empfindlich. Nur manchmal. Und deswegen, ja, ich habe keinen Unterschied mehr. Tampons, always, super, immer wieder Nachkaufprodukt. Was habe ich noch hier? Always wieder kostenlose Probe. Ja, hier waren auch 2 Tampons, finde ich super. Wie gesagt, Absolute Woman, noch ein Duft, der mega toll ist von Bruno Banani. Von Clarins, ich habe mehrere davon. Ach, wie soll ich das machen? Ne, nehmen wir was anderes. Nehmen wir den Elmex. Auch eine schöne Zahnpasta, aber ich habe keinen Unterschied gemerkt von der normalen Zahnpasten. Blackhead Pore Strip, also das ist eine Mega-Maske aus Japan. 6 Gramm sind drinnen enthalten. Es ist so eine schwarze Maske, Peel-Off, also das peelt.
Ich glaube, wenn ich mir das unter die Achseln schmiere und lasse es trocknen, dann kommt auch die Haare herunter. Also das ist mega, 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 mega. Kommt alles raus. Und es tut auch weh. Noch ein Lidschatten ist leer gegangen. Hazel Minat von Essence. Das benutze ich immer als Konturpuder. Habe ich auch heute drauf. Einen anderen, der auch fast leer ist. Und ja. Super Produkt. Diese Farbe glaube ich, bin ich sicher, aber nicht sicher, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Like a Good Girl. Habe ich noch Like a Good Girl gehabt oder das war das Like a Bad Girl? Ich sehe es jetzt. Natürlich, wenn ich das suche, sehe ich das nicht mehr. Doch, Like a Good Girl, also zweimal aufgebraucht. Noch eine Haarkur von Dove. Ich finde die gut. Nicht super, aber gut. Ja, Shiseido Power Infusing Concentrate, ja, war in Ordnung, es war so eine gelige Konsistenz, ich habe glaube ich zwei davon. Apply Morning and Evening After Cleansing and Balancing Skin, also das war wie eine Tagescreme. Ja, war in Ordnung, aber nichts wow, würde ich mir nicht unbedingt nachkaufen, nur wenn die günstiger werden. Rilania Kombi Clear Up Pore Strips waren in Ordnung, 8 Stück pro Paket, würde ich mir nachkaufen, gibt es nicht mehr. Noch so einer. Ibuki Refining Moisturizer haben wir zweimal. Ja, das war eine Tagescreme, war auch in Ordnung, aber muss ich nicht unbedingt nachkaufen. Ich habe auch gute Tagescremes von Florena zum Beispiel, die tun das Gleiche. Die riechen nur super, die riechen unglaublich gut. Lotion Adoucissant, das war so eine Gesichtslotion. Ja, die sind in Ordnung, es ist schön, die zu testen, aber... Ja, genau. Muss man die nicht unbedingt nachkaufen. Roma, Laura Biagiotti, tolles Parfum. Clarins, Tagescreme, auch sehr schön, aber teuer. Riecht auch unglaublich gut. Würde ich mir nachkaufen, aber nicht für den Preis. Bruno Banani Woman nochmal. So Zahnzwischenräume, wenn man... Also es hat so Zahnseide hier und so eine Spitze, kann man sich da die Zähne putzen. Bio Effects Serum, ich kenne die Marke nicht, es war ein tolles Serum, es ist eine Mini-Probe, es ist leer gegangen, würde ich mir nachkaufen, es war echt toll, aber ich habe keine Ahnung, wo das gibt. Von Shiseido wieder zwei Proben, also Cleansing Lotion, also eine Tonic, Gesichtstonic und Nachtcreme, Nachtemulsion, das war sehr flüssig, aber ich bin damit mehr als eine Woche gekommen. Das sind 7 Milliliter, also ich glaube 2 Wochen fast. Tolle Produkte, aber viel zu teuer. Was habe ich noch hier? Wir sind fast fertig. Shiseido Gentle Cleanser und noch ein Konzentrat, so ein Serum und ein Gesichtscleanser, also so eine Mousse. Ja, zum Anreiben, so wie eine Seife, wie ein Waschgel. Gut, aber muss nicht sein. Shiseido Benefiance Nutri Perfect Nacht- und Tagescreme. Tolle Produkte, teure Produkte, die riechen sehr schön. Olas Regenerate Skin Tone, ihr merkt, ich schneide immer. Ja, auch eine tolle Creme. Hast mich erschrocken. Und Salted Caramel und Vanilla Bourbon als Tarte von Yankee Candle mehrmals aufgebraucht. Entschuldigung, du hast mich erschrocken. Warte. Kannst du mich? Und noch eine Kerze von Bolzius. Kann ich bei dir? Gleich kannst du bei mir. Von Bolzius, die nicht so gut brennt. Duftabgabe war in Ordnung, aber ich bleibe, wie gesagt, bei meinen Yankees. Und jetzt muss ich zählen und dann komme ich gleich zurück. Also, ich habe insgesamt 78 Produkte, ich kann nicht reden, 78 Produkte aufgebraucht, 104 müsste ich noch aufbrauchen, die Challenge habe ich schon mal geschafft, deswegen muss ich nicht nochmal machen. Also, viel Spaß
beim nächsten Video. Tschüss.